man würde dann 1000 Jahre lang Frieden und in Liebe leben und es würden drei Kaiser in der gleichen Zeit Europa verwalten. Und es wäre eine Vereinigung der germanisch und slawischen Völker. Zwei sollen Deutsche sein. Einer genannt auch der weise Grauhaarige, der noch der 1940 noch ein Junge war. Der dritte kommt aus den Ländern von Österreich, Ungarn. Auch soll sich das Klima verändern. In Deutschland soll es dann wärmer sein und es sollen auch Oliven wachsen. Aha, gehen wir weiter. Also ich lese jetzt nicht, tue nicht alles so übersetzen, wie es hier steht, sondern überspringe vieles und tue nur das Wichtigste übersetzen. Das andere kann man sich nachher übersetzen lassen. Tatsache ist, dass würde global der Strom ausfallen, würden schon nach 15 Minuten danach Plünderungen anfangen. Denn die Kameras würden nicht mehr funktionieren und auch nicht das Telefon, mit dem man die Polizei rufen könnte. Gehen wir weiter, okay. Es gibt da einen Heiligen Francisco de Paola, 1416 bis 1507. Der spricht über einen Krieger, der danach wohl einen neuen Orden gründen wird. Er wird anders sein als die anderen kirchlichen Orden und er wird unterteilt sein in drei Gruppen. In Ritter und Gotteskämpfer, in Priester und Lehrer, die umherwandeln und drittens in Ärzte. Und die werden dann die neuen drei Grundpfeiler der neuen Gesellschaft sein. Es wird der letzte christliche Orden sein und er wird mehr Gutes für die Menschheit tun als alle anderen vor ihm. Dieser wird die Sekte des Mohammeds auswurzeln, genauso wie alle Tyrannen und Ungläubige. Also Sekte des Mohammed. In 1500. Er meinte auch, auf der Erde würden 12 Könige sein und ein Kaiser und ein Papst. Reiche Leute wird es nur einige geben, alle werden so sein wie Heilige. Die ersten Mitglieder diesen heiligen Ordens müssen geboren werden in den Städten, wo viel gesündigt wurde, wo das Böse zu Hause ist und keine Gerechtigkeit sein wird. Alle werden sich umkehren und werden aus den Schlechten werden gute Menschen, also von diesen Gotteskriegern. Und sie werden die zuverlässigsten Krieger diesen großen Menschen sein. Er wird der Erstgeborene sein, die Jugend wie in einem Kloster verbracht haben und in der Jugend ein großer Sünder sein. Danach wird er Buße tun und man wird ihm verzeihen. Die Buße wird schwer sein und
Danach wird er ein großer Heiliger werden. Hier steht wieder, er wird die... Ach. Ja. Man stört mich. Er wird die Sekte des Mohammed zerstören und alle anderen Ungläubigen. Und die Tyrannen der Welt. Naja. Das war's dann über das Thema. Das nächste Thema sind dann die eigenen Erfahrungen. Ich denke mal, mein Lebenslauf ist ziemlich unwichtig. Und das werde ich dann nicht übersetzen, um dann mehr Zeit zu haben für wichtigere Themen. Das wäre jetzt das Erste. Und ich empfehle, man sollte sich die Prophetien aus dem deutschen Raum selber anschauen. Es gibt auch viele tolle Bücher. Es gibt auch Informationen, welche Orte sicher sind und welche nicht. Jeder weiß ganz genau, wo er selber lebt. Und man hat sogar eine Unterteilung über die Städte, wo man vielleicht wohnt oder die in der Nähe sind, um dann zu wissen, wie es vielleicht sein wird. Adolf Ehemaler hat auch gemeint, wenn der Russe kommt, nee, wenn man in den Nachrichten hört, der dritte Hochgestellte wäre umgebracht worden, sollte man am östlichen Rheinufer in den Süden reisen und versuchen, unterhalb des des Donaus zu kommen. Also südlich des Donaus, und dort wäre es dann voraussichtlich am sichersten. Ich entschuldige mich für die, bei meiner Panikmache mir auch geglaubt haben vor 3 Jahren. Es war nur deshalb, weil Stefan Berndt, der 35 Jahre lang die Prophetien forscht und einige Bücher über ihn mal geschrieben hat, der hat gemeint, es gibt auch auf YouTube einen Film, der heißt Der Countdown läuft. Vor 3 Jahren wäre voraussichtlich das Jahr, wo der Russe angreift. Weil die ganzen Sachen, die vorher passieren sollten in dem Jahr, sind damals passiert. Da habe ich mir gedacht, ich veröffentliche auch das auf Kroatisch im Abendblatt in der größten Zeitung des Landes. Und es ist nicht passiert. Das ist aber ganz egal. Ich würde das noch 10-mal machen, wenn doch irgendwann es passieren sollte. Und es ist mir ganz egal, ob man da ausgelacht wird oder nicht, wenn man denkt, man tut das Richtige. Wer mir leid tut, ist Antje-Sophia Lachenmeier oder ähnlich. Die hat auch vor 2 Jahren, fing die an mit ihren Prophetien. Und es ist sehr schlecht, wenn man den Leuten irgendwas erzählt. Es wird zwar kommen, aber man weiß nicht wann. Und die Leute glauben dann und sind nachher sauer, wenn es nicht passiert ist. Die zweite Person ist die Emmy Seemann, ja, Seemann, glaube ich. Die hat auch, die hat sich Sorgen getan um die Leute, hat ihre Videos, wie ich auch, veröffentlicht und dachte, jetzt passiert's. Sie war sich sicher. Und es ist nicht schlechter, wenn Leute das dann veröffentlichen. Die wollen nur Gutes. Aber die anderen sind dann sauer, wieso es nicht passiert ist. Leute, seid froh, dass es nicht passiert ist und nutzt noch die Zeit, die uns noch übrig bleibt. Es wird passieren, aber wir wissen nicht, wann es passieren wird. Und man kann nicht sagen, dass nichts passieren wird. Man bedenke nur an die Rentengelder. Ich werde sicher auch keine Rente bekommen. Wer soll sie auch einzahlen für mich? Und da wird das Geld wird immer mehr an Wert verlieren. Und wenn auch kein dritter Weltkrieg passieren sollte, dann wird doch was anderes passieren, was auch schlimm sein wird. Vielleicht sogar noch schlimmer als der Weltkrieg in den Prophetien. Also es ist nicht dumm,
wenn man sich auf etwas vorbereitet. Es ist dumm zu glauben, dass es dass es einen weiterhin gut gehen wird. Schaut euch mal die Geschichte an und ihr werdet wissen, dass wir jetzt noch nie so gut leben wie jemals zuvor. Wir haben was zu essen, wir müssen nicht hungern. Wir können sich uns vieles leisten, was damals sich Leute nicht leisten konnten. Schaut euch mal die alten Bilder an. Vor 100 Jahren, wie viele Leute da barfuß gelaufen sind, sogar im Winter. Die waren einfach arm. Viel ärmer, als wir es jetzt sind. Und wir wissen es nicht zu schätzen, wie gut es uns jetzt noch geht. Das zweite Problem ist, wenn wir wieder zurückkommen aufs alte Modus, wie es früher war, werden wir es schlechter verkraften können, weil wir zu verweichlicht sind. Unser Leben war zu einfach. Denkt doch mal, ihr geht aufs WC barfuß und schon bekommt ihr eine Blasenerkältung. Wegen ein paar Metern. Zum WC und zurück. Und früher haben die Leute den ganzen Tag im Winter im Schnee sind die barfuß gestanden. Und haben überlebt. Also es wird uns viel schlimmer treffen als gedacht. Und man soll sich bloß nicht einbilden, dass es toll sein wird. Vielleicht wird es auch viel besser sein, man stirbt, um nicht alles erleben zu müssen. Nun gut, ihr habt hier wenigstens Informationen drüber und mehr als das kann ich jetzt in diesem Augenblick nicht machen. Das kann keiner machen, alles liegt an euch, dass ihr euch vorbereitet, wissenswertes erlernt und heute kam mir auch der Gedanke, wir haben jetzt eine Globalisation, also alles ist für uns erreichbar. Früher, nehmen wir an, vor 100 Jahren oder mehr noch, es gab doch die Seidenstraße, da wo die Ware aus China hier rüber kam. Seide war sehr begehrt und man hat Raupen hier rüber bekommen, auch den Maulbeerbaum. Und hat europäische Seide hergestellt. Ist aber nicht rentabel durch die Dumpingpreise nachher in Asien. Aber man sollte das wieder aufgreifen, was wir hier gemacht haben, um an andere Ware zu kommen. Denn wenn die Globalisation zum Teufel geht, denn die New World Order wird sicher nicht, man schafft es nicht, sie umzusetzen. Dann müssen wir wieder regional denken. Und wir brauchen diese Sachen, die wir reingebracht haben, aber die es nicht geschafft haben damals, sich durchzusetzen, weil die Zeit war falsch. Nun aber, wenn alles zum Teufel geht, brauchen wir wieder diese Sachen aus fernen Ländern, weil wir nachher nicht dazu kommen werden. Wie zum Beispiel halt die europäische Seide, die man hier herstellen kann. Und man sollte sich dann alles besorgen, um es wieder umsetzen zu können. Wir haben vielleicht Maulbeerbäume, aber wir haben keine Seidenraupen. Und man sollte sich vielleicht die Technologie nochmal anschauen und dann zu wissen, wie man es dann nachher umsetzen kann in die Tat. Nun gut, ich mach mal Schluss und schau mal, wer da wieder stört am Handy. Gute Nacht.